Nach den Orkantiefs Ilenia und Zeynep, deren Schäden sich nach ersten Schätzungen der Versicherer auf mehr als 1 Milliarde Euro belaufen, folgt nun Antonia. Die stärksten Böen treten dabei an der Kaltfront des Tiefs während kräftiger Schauer oder Gewitter auf. Wie hier im Windradar zu sehen ist, erreicht dieses linienhafte Sturmfeld den Nordwesten am späten Sonntagabend. Dabei drohen schwere Sturmböen von 90 Kilometer pro Stunde oder mehr. Auch orkanartige Böen sind mindestens in exponierten Lagen nicht auszuschließen. Bis Montagmorgen erreicht die Kaltfront mit den stärksten Böen dann München. Auch dort weht ein kräftiger Wind, allerdings nicht ganz so stark wie im Nordwesten. Es folgt eine kurze Sturmentwarnung am Montagmorgen, bevor der Wind am Rande vom nun aufziehenden Tief Antonia erneut stärker wird. Erst im Laufe des Nachmittags beruhigt sich die Lage, nach wie vor bleibt es aber windig. Ähnlich wie bei Orkan Zeynep sollten Wälder, Baugerüste, Bäume unbedingt gemieden werden. Insgesamt ist das Sturmfeld von Antonia aber weniger ausgeprägt und auch etwas schwächer als bei Orkantief Zeynep. Allerdings hat Antonia deutlich mehr Regen im Gepäck. Hier im Wetterradar sieht man, wie sich der Regen mit der Kaltfront von Sonntagabend an einmal quer übers Land ausbreitet. Anschließend folgen einige teils kräftige Schauer. Gegen Mittag zieht dann im Nordwesten ein neues Niederschlagsgebiet auf. Oberhalb von etwa 500 Meter Höhe mischen sich immer mehr Schneeflocken unter. Insgesamt kommt bis Montagabend einiges an Niederschlag zusammen. Vom Niederrhein bis nach Hamburg sind es flächendeckend 20 bis 30 Liter auf den Quadratmeter. An der Nordseite der westlichen Mittelgebirge wie Bergisches Land, Sauerland oder Siegerland sind es sogar über 50 Liter. Angesichts gesättigter Böden und hoher Flusspegel können Bäche, aber auch Flüsse über die Ufer treten. Im Wetterticker halten wir Sie neben dem Sturm auch über die Hochwasserlage auf dem Laufenden.